Hilde ist voll am Cheaten, wir haben keine Chance gegen die. Ja, ja, ich weiß, ihr seid alles fit. Ho, ho, willkommen zurück, Hilde. Du hast die zweite Prüfung bestanden, herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als an Dünnerpilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außerdem niemand bestanden. Oh, fucking Naps. Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dünnerpilzen eine feine Dünnersuppe. Sehr schön, es ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlt nur noch die Dünnerpilze, die du mitgebracht hast. Einen Moment bitte. Was ist los? Du bist ja völlig außer Atem. Hat er es etwa echt geschafft, Pilze zu finden? Wie ist es ebenfalls? Oh, er hat Pilze gefunden. Gut gemacht. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du der Zweite, der Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Nur Zweiter, Ella Badge. Ich habe es vollbracht. Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Yay. Du brauchst doch nicht zu weinen. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Meister Inja, Entschuldigung, aber ich habe zum ersten Mal eine egoistische Bitte vorzubringen. Könnte der Dünnersuppe meine Pilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass alle in den Genuss der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Okay. Oh, das war nicht die erste egoistische Bitte von ihm. Aha. Er ist also grundsätzlich ein Arsch. Tut mir leid, Hilde. Nimm es nicht so übel. Nein, ihr benutzt andere Pilze. Meine Aufgabe war vollkommen umsonst. Ich kann meine Dünnerpilze nach Belieben verwenden, okay? Okay. Keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die Pilze einfach als Bonus. Yay, ich habe Suppe beim Kochen zugeguckt. Achievement unlocked. Das Warten hat ein Ende. Ich präsentiere euch die spezialisierte Master Dojos, die Dünnersuppe. Habe ich einen Duelkampf? Haut rein. Okay. Du hast die Dünnersuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dünnersuppe bewirkt. Wirst du deine innere Dynamax-Energie? Aha. Was hat das wohl gern was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Warum setzen wir uns dann alle an einen Tisch, machen extra fucking Dünnersuppe, um die dann selbst zu fressen, wenn das überhaupt gar keinen Effekt hat, obwohl wir den Pokémon geben könnten, nur die Pokémon weiß ich nicht. Fucking... Bei bestimmten Pokémon entwickelt sie eine besondere Wirkung. Sie wird von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen. Dann führen sie anstelle der Giga... Oh. Oh. Okay, das ist smart. Das heißt, wenn du quasi... Moment, lass mich das eben in meinem Kopf zusammensetzen. Wenn du quasi ein Pokémon hast, was eine Giga-Dynamax-Form hat, aber du hast die nicht, kannst du dem quasi die Suppe geben und dadurch das Aussehen verändern. Interessant. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünnersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Nun lass es mich noch einmal offiziell hinaus posaunen. Prüfung 2 ist erledigt. Danke für das leckere Essen. Yay! Wir haben gegessen. Okay, was ist Prüfung 3? Schau mal später bitte in meinem Zimmer vorbei. Okay, was kostet denn so eine Suppe? Soll ich für dein Pokémon Dünnersuppe kochen? Sure. Welches Pokémon soll die Suppe essen? Relaxo. Wenn Relaxo diese Dünnersuppe zu sich nimmt, wird es zu Dynamax.
Ja, schon. Auf geht's. Ich weiß noch, dass ich mich darüber geärgert hat, weil das ist mein Regelrelaxer aus dem Original Playthrough. Und es hat halt keine Giga Dynamax Form. Aber jetzt hat es Giga Dynamax. Nice. Das ist gut. I like this. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles noch? Fangen wir mal systematisch an. Hi. Okay, was sagst du? Im Focus Force würde ich die ganze Zeit von einem Toxiped verfolgt. Okay. Hühnersuppe war echt lecker. Du und Savio haben als einzige Prüfung bestanden. Ich glaube, da brannt sich eine Rivalität an. Hey. Das Schöne ist einfach, er ist immerhin ein Rivale und nicht so wie fucking... Ich habe seinen dämlichen Namen schon wieder vergessen, weil er so dumm war. Du bist gerade erst beigetreten und bestehst trotzdem eine Prüfung nach der anderen. Aber wenn Saverio dich fürs Dojo entdeckt hat, ist ja klar, dass du über großes Talent verfügst. Hat er? Ich weiß ja nicht. Nee, Quatsch, das war der Attack, Honey. Was mit dir? Gib mal meinem Pokémon im Essen einen Dünnerpilz zu essen, soll wohl was ziemlich Krasses passieren. Ja, das sagst du mir jetzt, nachdem ich keine Pilze mehr überhaupt denkst. Sie haben uns eine begrenzte Anzahl an Dünnerpilzen kämpfen lassen, eine ziemlich fiese Prüfung, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, sei halt mad, weil du scheiße bist. Unsere Schüler, der für das Suppenkochen zuständig war, hat ein gutes Händchen dafür. Wir haben ihm ein hartes Training unterzogen, das er mit Bravour bestanden hat. Toll, er kann Netz kochen. Warum bist du hier? Verpiss dich. Hi. Hilde Savia, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meinst du, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht? Und ich habe euch beide hergegeben, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Masters. Und ich muss es leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten der Finalen der Irgendwann lerne ich die deutsche Sprache. Irgendwann. Der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Oh nein, die letzte finale ultimative Ultra-Dynamax Nummer 3 Prüfung. Okay. Mit anderen Worten, die nächste Prüfung fängt bald an. Exakt. Ihr zwei habt es als einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es an der Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Okay. So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Okay. Ja, du bekommst aufs Maul. Der weiß genau, was Sache ist. Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master-Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss schleunigst den Platz aufsuchen und den Kampf im Geiste durchgehen. Und denn ich gehe schon mal... Tschö. Nimm dir derweil ein Beispiel an Fleckmann und lass dir Zeit mit deinen Vorbereitungen. What the fuck hat er vor? Saverio hat an sich... Was? Hat an und für sich schon Talent. Aber da er sich dessen bewusst ist, geht er alles nur beim halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch für Trainings im Dojo. Aber seitdem du hier bist, hat sich das geändert. Eure Rivalität scheint ihn dazu anzuspornen, sich wirklich für das ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass die Munition ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. Ich hoffe nur, dass er nicht motiviert ein guter Mensch wird, weil ich hätte gern einen Bösewicht, der einfach böse ist. Okay. Ein großes leeres Feld. Hi. Können wir dann? Darf ich dich verprügeln? Du bist also erschienen. Nach meinem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen.
Dies wird auf meinem Weg Arena dafür Psycho-Pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen wirst, der Sieg ist jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten. Gott, die Augen. Die ich hier aufbringen kann. Bist du bereit? Sure. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Ihr alle so, yay! Viel Erfolg! Schlagt euch gegenseitig die Fresse ein, yay! Also gut, geht in Position. Wie auch immer er so schnell darüber gekommen ist. Momentane Teleportation oder so. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Ja, lass mich ihn endlich verprügeln. What the fuck? So, so. Du möchtest mich mit meinen eigenen Waffen schlagen, hä? Let's do this, motherfucker. Nur denn, lass uns einen eleganten Kampf hinlegen, wie es sich für ein großes Finale ziemt. Stell dich darauf ein, am seltsamen Gefühl unter deinen Füßen zu zweifeln. Toll, er spielt mit Feldeffekten. Yay. Do I care? Nein. Oh weh, jetzt brauche ich alles in Ordnung, meinem eleganten Pokémon. Weißt du, das war nicht schon sehr effektiv? Nein, mein Ponyta muss übertreiben, mein Galoppa muss einfach übertreiben und nochmal so BAM. Flekitamo, nö, weiter. Wie viel AP habe ich eigentlich noch auf Next Strike? Ah, noch, it's fine. Hey, Abra entwickelt sich. Ich bin halt echt so krass überlevelt für diesen DLC. Sandana entwickelt sich. Lamus. Nö. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrigens auf die wahre Stärke meiner Psychokräfte zu vertrauen. Wenn ich bis 3 gezählt habe, wird mein Pokéball gigantischer. Oh mein Gott, okay. Das ist einfach ein Gigashit. Okay, Logik. Das Pokémon steht vor ihm. In derselben Kameraeinstellung. Und plötzlich ist es hinter ihm? Nice 3. Das hat sich voll gelohnt. Welch Schmach, ich sollte mir selbst einen Psi-Bann auferlegen. Weil du wirst es überlegen, du Vollidiot. Yay! Weißt du, alle wollen feiern und jetzt kommt zuerst mal große Entwicklungsparty. Yay, Konfusion. Aber wir sind noch nicht fertig. Okay.
Wir haben eine Siegerin. Yay. Bravo, super, fantastisch. Was für ein Kampf. Habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Ja, ich bin immerhin drüber gerollt. Ich habe verloren. Ach, wie überaus armselig. Dabei habe ich sogar auf faule Tricks zurückgegriffen. Ich bezweifle stark, dass so ein junger und talentierter Mensch wie du das verstehen kann. Aber ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Aber vielleicht ist nun an der Zeit gekommen, den Traum vom Arena-Dasein aufzugeben. Sobald mein unfaires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halt dich nicht zurück, Hölder. Du kannst dem Meister ruhig von meinen Missetaten berichten. Okay. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß schon genau, was hier vor sich geht. Meister? Was? Als Severus Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich mich auch... Möchte ich mich entschuldigen? Was? Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles... Ach so, wegen dem Feld, ja. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, was wollt ihr von mir? Ist doch alles cool. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Oh nein. Wie bitte? Seid ihr sicher, dass es mit dieser Strafe schon getan ist? Na Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Yay. Damit wäre alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Ihr habt wahrscheinlich geblinzelt und dann alle Kämpfe verpasst, weil es so schnell war. Es war so toll. Hilde, hi. Du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master-Dojos. Ich lade schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Okay. Hättest du einen Moment? Was willst du? Toll, Liga-Karten. Yay. Ich muss zugeben, dass tatsächlich ein klein wenig Talent in mir schlummert. Aber warum wurde er jetzt zum Good Guy? Fuck this shit. Wo bin ich, Master? Wo bin ich, hä? Aha. Da bist du, ihr Hölde. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Dabei erreiche ich hiermit die Geheimrüstung des Master-Dojos. Kuma? Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master-Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar klein sein, doch mit der richtigen Training empfiehlt sich als robuste Rüstung, die jeden gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Hier gibt es nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen, aber vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich da mal gerne deine Obhut geben. Schenke Dön in Voraus. Wow. Komm zu der komischen Gothic Lady. Das Vieh hat so einen Gesichtsausdruck wie ich morgens, wenn ich noch keinen Kaffee hatte. Zieht es an den langen weißen Fell an seinem Hinterkopf, steigert das seine Kampfesgeist und sein Körper mit sich steigt an Kraft empor. Okay. Also gut, ich möchte, dass ihr miteinander auskommt und dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht so viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass der Koma sich einfach öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solche Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Okay. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. Toll. Campen.
Und ich weiß auch schon, wie euch zweiter mal unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du in der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze des Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit der Kumas Ausbildung in der Kampfkünsten beginnen. Okay. Ich kann also jetzt das... Ja, ich kann das Fahrrad nicht lesen. Okay, ihr habt es nicht automatisch hierhin geschmissen, ne? Er hat es in die Box gelegt. Ja, da ist es. Okay. Schmeißen wir das mal hier rein. Es ist Level 10. Was kann das denn? Verhindert durch erhöhte Konzentration zurückschrecken. Das ist nicht schlecht. Okay. Habe ich jetzt immer das Pokémon automatisch draußen? Ich glaube, es braucht einfach nur Zuneigung, richtig? Ich vermute mal, das läuft über diesen Friendship-Step. Was haben wir denn? Okay, da Kuma ist anscheinend jetzt maximum zahm. Freunde dich mit der Kuma und sprich dann mit Meister Maastricht. Okay, es läuft jetzt immer hinter mir her, ja. Und wenn ich auf dem Rad bin? Wow, sei noch langsamer. Mani! Okay, nevermind. Gutes Cosplay. Gutes Cosplay. Sehr gutes Cosplay. Hey, ich habe mich voll angefreundet. Das ist jetzt voll zutraulich. Wo ist ein Master? Ach, wenn es doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Oh, Sidequests. Was ist los? Hilde, du kommst gerade richtig. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich hier was? Na, aber so was von. Schlechter Wuchtwitz. Das wundert mich bei dir überhaupt nicht. Du kennst dich auch einfach mit allem aus. Der Hammel nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt aus. Das heißt schon, mit Watt satt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde dir auch gerne Watt nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupeppen. Aber mein Mann und mein Sohn sind beide eher Stubenhocker. Weißt du, was ich meine? Und ich allein kriege niemals genug Watt für das zusammen, was ich vorhabe. Es würde mir helfen, wenn du mir einen Teil von deinem Watt abgeben könntest. Und keine Sorge, du bekommst das nicht im Gegenzug etwas von mir zurück. Eine Hand wäscht die andere, richtig? Sag einfach Bescheid. Ja, sure. Wie viel brauchst du? Watt geben. Sure, hier, 10.000. Ja, los, nimm. Jetzt, wo ich mein Ziel von 5000 Watt erreicht habe, kann ich eine Friseur für das Dojo bestellen. Spreche ich mit dem Friseur so lange? Mein Name ist Risa. Ich rufe auf den Master-Dojo an. Ich würde gerne einen ihren mobilen Friseur-Service in Anspruch nehmen. Ja, genau. Mhm. Und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Hallo zusammen, ich bin der mobile Friseur, den Sie angefragt haben. Außerdem bin ich das perfekte Türen-Cosplay. Okay, cool. Jedenfalls können wir uns ab jetzt erstmal in unserem... Yay, wir können uns richtig stylen lassen. Jetzt, wo ich mein Ziel von 10.000 Watt erreicht habe, kann ich ein Rotomina für das Dojo bestellen. Was macht ein Rotomina? Oh, stimmt. Das wäre erledigt, wir haben unser eigenes Rotomina per Express versandt. Es tut sich ja gar nichts. Auf dem Bildschirm steht irgendwas mal sehen.
Zur Inbetriebnahme von Rotomina benötigen Sie unsere firmeneigene Software sowie die korrekten Einstellungen. Um diese Software zu erwerben und Rotomina einzurichten, vereinbaren Sie bitte vertraulich einen Termin mit unserem Techniker. Ich fasse es nicht. Das wollen Sie noch mehr Watt aus der Tasche ziehen? Das ist einfach nur dreist. Sie sollten sich schämen. Tut mir leid, Helde. Ich schätze, wir werden wohl noch mehr Watt sammeln müssen. Noch mehr? Bitch, please. Das waren 10k. Was möchtest du tun? Outfit ändern. Obwohl, nee. Ich will... Ja. Friseur. Haare und Make-up. Haare. Okay, anscheinend habe ich doch... Hier, guck mal. Neue Frisuren. Ma. Mani-Frisur, okay. Vier Frisuren kriegst du. Okay. Weil, I guess, kurz mit undercutet ist. Bei dieser Frisur kann man den Pony... Kann ich bei den Punk-Zöpfen den Pony? Oh, okay. Oh ja, das sieht richtig schön creepy aus, so. Neue Farben? Nein. Okay. Sieht bestimmt furchtbar aus. Oh Gott. Okay. Ach, hier kann ich auch meine Pokémon heilen. Okay. Die haben einfach alles in einen Dojo gepackt. Okay. Gucken, ob wir ein neues Make-up haben. Nichts Neues. Okay. Okay. Gut, das heißt, ich brauche mehr Watt und ich brauche irgendwie... Obwohl, nee, ich habe noch gar nicht mit dem Meister gebrabbelt. Okay, Moment. Ich frage mich halt, ob ich auch ein Level brauche, weil zutraulich müsste das 4 jetzt sein. Außer es braucht noch ein Level. Weißt du was, aber das Level können wir auch eben machen. Ich habe da bestimmt noch Bonbons. Hier, guck mal, es kriegt sogar nur ein kleines Bonbon. Eins. Reicht halt für Level 15. Aeroas? Du, was? Okay, sure. Klar. Das ist gelevelt und ist voll zutraulich. Lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Takuma so läuft. Ihr versteht euch ja schon richtig gut. Spielt doch beim Camping etwas miteinander, um eure Freundschaft noch weiter zu festigen. Bei uns auf der Rüstungsinsel gibt es... Achso, ja, ich muss die Quest-Dinger ablatschen, ob ich will oder nicht. Okay. I see. Irgendwo mit guter Aussicht, ja? Hallo, da... Geht mir alle aus dem Weg. Ich habe das Dick da gesehen. Lass mich das Dick da rausbuddeln. Oh ja, ist eine gute Idee, Takuma. Du bist ja überhaupt nicht unterlevelt. Well, I guess, es braucht XP. Von daher... Toller Konter. Ja, ich wäre auch instant tot, wenn der Relaxo so auf mich drauf springen würde. Grimasse. Yep. Motherfucker!
Ich will doch nur das Dick da einsammeln. Ich meine, die Kampfpose ist cool. Das war's halt auch. Es kommt halt mal wieder nichts. Okay. Gott, das ist viel Level so flott. Kopfnuss. Ja, ich glaube, du hattest bisher nur Zuschauerskram, ne?